Bleiben, Steff, interessante Geschichte. Wenn du sagst, und dann stehst du auf, als so ein junger Bursche, der das vor sich hat, spürt man das dann? Geht da die Marmelade geschmeidig aufs Brot drauf? Oder wie geht man in so einen Tag rein? Nein, es war eigentlich, ich habe eigentlich nie Probleme gehabt, habe immer gut geschlafen. Das war eigentlich für mich sehr früh schon Routine, sage ich mal. Haben dann drüben auf meinen Hubschrauber sind wir dumm geflogen, trainieren, einfahren, glaube ich. Ja. Ganz speziell war das. Und dann damals haben wir Hubschrauber gehabt. Ja, haben wir schon einen Shuttle gehabt. Richtung Leogang. Da haben wir alles vor. Richtung Leogang um ist. Ja, nicht, Michi. Ja. Da haben wir uns eingefahren, waren wir ganz für uns alleine, sind dann zurückgekommen, Lauf besichtigt und dann, ja, alles, das ganze Herz, was ich gehabt habe, in die Hand genommen und alles riskiert. Und ist mir alles aufgegangen. Es war schon ein, zweimal knapp. Ganz oben war so ein weiter Sprung gleich. Das habe ich eigentlich genau in der richtigen Richtung erwischt. Da war viel Zeit drin. Und dann mit 1,50, das war ja nicht knapp, oder? Gerd. Das kann man wohl sagen. Das war das Schöne, du musstest kein guter Reporter sein, um deine Läufe beurteilen zu können. Entweder hattest du ein bisschen Rückstand oder 1,5 Sekunden Vorsprung. Das war das Gute an dir. Nein, das war eine spezielle Geschichte, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil natürlich ich total neu war für die große Masse. Wer ist der überhaupt? Und dann kommt der her und gewinnt da gleich zweimal Gold. Ja, wenn ich an den Stefan denke, eben Saalbach, dann Salt Lake, mehr oder weniger, Kitzbühel, die Superabfahrt. Ja, in Saalbach war er natürlich unbekümmert. Er war aber vorher in Valois, warst du im Super-G Dritter. Du hast einen Stockerplatz gehabt schon vorher. Man hat gesehen, er ist also wirklich in einer Topform. Das Training war perfekt und dann dort hat er wirklich alles genützt. Er ist einfach eine super Fahrt gefahren und wir haben uns sehr, sehr gut vorbereitet da. Und der Stefan dazu nebenbei, das muss ich erwähnen. Er hat nämlich in der Zeit hat angefangen, Ziehharmonika zu spielen. Ja. Und er hat sich da entspannt. Er hat sich da entspannt. Mittags hat er gespielt, wo sie die anderen ausrasten wollten. Die haben natürlich nicht. Oder die anderen haben nicht schlafen können. Er hat gut geschlafen. Er hat gut geschlafen. Die anderen haben nicht schlafen können, weil er über Ziehharmonika gespielt hat. Und da hat er gerade noch angefangen. Nein, jetzt ist er ja perfekt. Aber dann natürlich Salt Lake. Also da war er der, einfach ein Favorit für die Abfahrt, für den Super-G bei den Spielen. Und der Riesenslalom war eigentlich die letzte Chance, wirklich reelle Chance, wo Olympiasieger werden lassen können. Letztes Rennen. Das letzte Rennen. Mhm. Und da muss ich sagen, da rinnt es mir heute noch kalt über den Bug, aber wenn ich dich da runterfahren sehe, durchs Ziel fahren, dass du da jetzt durch bist und wirst nachher da im Schnee gelegen bist und das erreicht gehabt hast und da Olympiasieger geworden bist, also das Bild werde ich auch nicht vergessen. Also das war was ganz was Besonderes. Und natürlich dann in Kitzbühel die Superfahrt, die man natürlich immer wieder, wenn es Hanenkamm ist, da sieht, also es war schon ganz was Besonderes. Also auch die Entwicklung vom Steff war natürlich was, er hat Skifahren können, hat dann ein Tief gehabt, Verletzungen, einfach verschiedenste Umstände dazu und dann wieder so kommen und vor allem mit Hermann Mayer die Konkurrenz, die über Jahre hin, nicht? Weil ich kann mich noch gut erinnern, wie ich zurückgekommen bin, war das größte Comeback ever. Und nach 4 Mal Zweiter haben sie gesagt, jetzt bist du schon wieder Zweiter. Zu schnell dreht sie das. Ja. Das ist einfach in der heutigen Zeit. Also, und die Medien machen die Serie dazu. Ach, die Medien. Und ich habe dann gesagt, warte kurz. Ich habe dann zu mir gesagt, nein, so nicht. Also ich bin jetzt so weit weg gewesen. Eigentlich war die Karriere vorbei. Jetzt bin ich wieder erfolgreich. Und der Hermann war ein guter Skifahrer, keine Frage. Den zu knacken, das war schwierig. Und ich gesagt, also ich werde mich über den zweiten und dritten Platz nicht mehr beschweren. Dieses spezielle Duell, das wir in Österreich alle noch im Kopf haben. Wie sehr hat dich das geprägt mit dem Hermann? Sehr. Aber ich glaube, den Hermann genauso. Der Hermann hat genau gewusst, dass nicht nur ich starker Konkurrent bin, sondern wir haben generell ein starkes Team gehabt. Mit dem Hans Knaus, mit dem Strobel Beppi, mit dem Fritz, der Schifferer, der Hannes Trinkel. Es waren so viele da. Das waren eine goldene Zeiten. Und da hat er schon gewusst, also die wollte er sich auch nicht herwachsen lassen. Also wir haben, glaube ich, immer aufgestachelt, er uns, und gegenseitig haben wir uns gepusht. Und daraus, glaube ich, dann dieses tolle Wunder-Team entstanden. Und dann war er ein Meister darin. Da kann jeder Mensch was lernen, alles positiv darzustellen. Der steht da und findet immer noch so ein Sahnehäubchen, das man drüberlegen, und das macht er jetzt wieder genauso. Dass der Stefan nur im Weltcup gestartet ist, die Zeit haben wir gehabt, durch einen Europacup-Fixplatz. Mit 28 Jahren. Das ist das Erste. Und das Zweite, Salt Lake City, alles wunderbar, ist ja ganz klar, weil da haben wir Riesenslalom-Gold. Aber was sich nach der Abfahrt
nach der Bronzemedaille für Herrn Eberharter abgespielt hat im österreichischen Trainerstab, weil der Stefan Sauer war, über eine Stelle, wo die Linie nicht ganz so... Nein, der Super-G. Der Super-G, okay, der Super-G. Also, ja, musst du dir mal vorstellen, das wird alles schön unter den Teppich gekehrt. Da könnte man in Deutschland was lernen davon. Bei uns wird alles sofort in die Offensive getragen, wir streiten sofort und hier hast du mitgekriegt, wie Hans Pomm das macht. Da war, wir waren Wales 89 bei der Ski-WM. Und Rudi Nierlich gewinnt zwei Goldene. Und ich rede mit dem Hans ein bisschen drüber. Da war er ja noch Techniktrainer in der Zeit oder ein Jahr schon danach. Ja, vorher war es die Jahre ja. Techniktrainer. Und wie ich ihn kennengelernt habe, Hans als Techniktrainer, hat er mir gesagt: Mei, jetzt kommt einer, der fährt noch nicht im Weltcup, aber der ist jetzt bei der Junioren-WM. Das war Sugarloaf damals, glaube ich. Sugarloaf, genau. Hat der einen Titel geholt mit 3 Sekunden Vorsprung im Riesenslalom. Auf den musst du aufpassen. Also, wie heißt der? Rudi Nierlich. Gut, da kommt Rudi Nierlich. Am Anfang ist er ununterbrochen ausgeschieden, wie er halt so gefahren ist, mit viel Risiko. Und dann hat der Hans genau erklärt, was stilistisch, technisch bei dem Nierlich so besonders ist. Da waren die österreichischen Kollegen schon eifersüchtig, weil wir da unten gestanden sind. Und der erste Kaber im Prinzip halbe Kaber, muss man sagen, oder? Der einen ganz anderen Stil gefahren ist. Von der Technik her. Von der Technik her, den muss ich ehrlich sagen, unglaublich. Und dann war ich natürlich der King, weil ich 89 bei der WM konnte. Hast du die Informationen gehabt? Habe ich die Informationen gehabt und der holt noch 2 Goldmedaillen. War Wahnsinn. Und dann erlebe ich, weil wir über 91 geredet haben, da hat auch der Rudi noch einen Weltmeistertitel geholt. Und dann erleben wir im Mai, habe ich mit dem Hans einmal geratscht und dann, ich habe ja nichts gewusst davon, dann hast du mir von dem Unfall und da hat der so gewarnt, wirklich, das habe ich am Hans, weil so war er. Bei allem, was sonst so und wenn er immer, du hast, war immer ein bisschen Sphinx, der Hans, du hast nicht immer genau gewusst, wie man das jetzt so 100%, hat es immer super verkauft, aber ich glaube, das ist da schon unglaublich nahe gegangen und da habe ich nach dem Autounfall und da habe ich halt gemerkt, was das für ein Mensch ist. Und das sind so schöne Dinge, die du eigentlich in dieser Sportart, Alpin, das erlebst du im Fußball alles nicht. Da bist du so weit weg. Aber im Alpinen sind wir alle irgendwo in einem Boot. Und das ist das Schöne an der Geschichte. Und auch viel, wer weiß, so lange miteinander unterwegs bist. Mit Entschuldigung. Ich war damals ja, mein Herzblut floss in die Eröffnungsfeier. Der Thomas Bach hat uns damals die Vorgabe gegeben, nachdem ja München die Olympiabewerbung kurz nach Garmisch-Partenkirchen der Ski-WM entschieden wurde, wir müssen da eine Visitenkarte mit der Eröffnungsfeier setzen, mal anders als es sonst bei Alpin-Weltmeisterschaften ist. Wir haben über 1 Million Euro bekommen von der Bundesregierung. Die Merkel war selber unten gestanden im Zielraum bei der Eröffnungsfeier. Das war für uns eine Riesennummer. Wir machen eine super Eröffnungsfeier, finde ich. Die Werdenfelser reden heute alle mehr von dieser Eröffnungsfeier, entschuldige Michi, als von so manchem Skirennen, das dort stattgefunden hat. Du, da haben wir PK vorher, vor dieser WM. Gianfranco sitzt neben mir und die Sarah Lewis daneben. Und ich moderiere das und frage den Gianfranco und habe ihnen vorher schon alles erzählt, was wir da alles gemacht haben und was wir planen und so weiter. Und sage ich, Gianfranco, Eröffnungsfeier, ja, ihr werdet, hab ich gesagt, wieso? Ja, ihr werdet das nicht erreichen, das oberste Level. Dann habe ich so, was ist denn das oberste Level? Saalbach. Das war die beste Eröffnungsfeier, die es gegeben hat, 91. Dann habe ich so, hä? Hat man den irre mir jetzt da? Und sag ich, warum? Ja, weil sie nicht stattgefunden hat. Weil sie abgesagt wurde. Darum war das die beste Eröffnung. Stell dir mal vor, das sagt der zu uns, wo wir uns den Arsch aufgerissen haben, auf Deutsch gesagt, für dieses Ding. Und dann kommt der mit so einem Spruch. Da war ich so, die Sarah habe hinterher gesagt, du, also das ist beleidigend. Ich habe mir halt unbedingt eingebaut, dass ein Athlet oder eine Athletin einmal den Titelsong dieser Weltmeisterschaft singt. Und ursprünglich, gebe ich ehrlich zu, im Sommer habe ich mir an Kostelic gedacht, weil der Ibiza war ein guter Musiker. Ja. Aber es war also schwierig, weil der Vater hat einmal so gesagt und einmal so. Einmal behindert das den Sport, die sportliche Vorbereitung und einmal behindert das nicht. Aber ich denke, jetzt kotzt mir auf Deutsch gesagt einmal. Jetzt frage ich die Liz, weil das habe ich ja gewusst vom Privaten. Liz hat er gern gesungen. Also so wie der verkappte Dancing Star dann groß rauskam, war halt die Liz die Sängerin in der Mannschaft. Dann habe ich die Liz gefragt und sie hat gesagt, von mir sofort. Aber denk dran, am Tag nach der Eröffnungsfeier ist der Super-G. Der WM-Super-G, das muss man einordnen. Ja. Liz Görgl sagt, sie macht da mit. Ja, du musst aber die Trainer fragen. Dann habe ich einen Mandl-Herbert gefragt. Und der Herbert ist eigentlich solchen Scherzen eigentlich immer sehr zugeneigt gewesen. Und dann hat der Herbert gesagt, ja du, aber also von mir aus, ich darf schon auch sagen, ich glaube, es verkraftet sie, dass sie am nächsten Tag dann das Rennen hat. Aber ich muss erst mit der sportlichen Leitung reden. Hans, wie war das? Wie ist das Thema zu dir gekommen, dass so die Liz Görgl am Tag vor dem WM-Super-G ein bisschen singen wird? War natürlich eine Diskussion. Natürlich. Ja. Wir haben überlegt, für und wieder. Und im Grunde genommen
haben wir gesagt, ja, okay, wenn sie es mit einer Freude macht, die Athletinnen und Athleten sind ja dabei bei der Feier dort. Die sind ja mit bei der Eröffnungsfeier und ob es dann singt, das ist vielleicht eine ganz gute Sache. Und dann muss man ja dazu sagen, das war ja für sie das Beste, was passieren kann. Weil die Lies war ja immer so verbohrt und mit voller Konzentration bei den Rennen. Und da auf einmal hat sie keine Zeit gehabt, dass sie nachdenkt über die Veranstaltung, über das Rennen nächsten Tag. Und darum war sie so befreit und ist locker gefahren. Sie hat auch dann noch ein Weltcup-Rennen gewonnen, wo ja der Benzin ausgegangen ist auf Zauchensee. Ja, stimmt, das war ja noch. Dann hat's auch, genau. Dort hat es auch das Rennen gewonnen, weil es von lauter schnell war es bald zum Startspät gekommen. Also für sie war das eine Ablenkung und das Beste. Danke dir noch, dass du es eingeladen hast. Es waren ja zwei Goldmedaillen sogar. Denk mal an die Medaillenbilanz. Zwei Titel. Danke. Ja, das haben wir alles dir zum Verdanken. Also, das ist... Ich habe jedes Zimmer gesehen, bevor die Athletinnen oder Athleten dort einzogen sind, in jedem Hotel oder ob wir es in Apartments gehabt haben, egal ob es in Vail, in Ore oder bei uns war. Also das war für mich das Wichtigste. Wir haben da Köche mitgehabt, Köche mitgehabt. So einfach wirklich, dass wir unabhängig waren, dass von der Ernährung her alles passt hat, dass sie sich wohlfühlen. In St. Anton habe ich da nämlich auch erzählt gehabt und in St. Moritz. Da war von einem Teamarzt von uns war die Schwester Feng Shui-Expertin. Mhm. Jetzt habe ich mit der die ganzen Zimmer haben wir da in St. Anton da angeschaut, oder in St. Moritz. Also momentan war das natürlich auch für die Hoteliers ein bisschen überraschend, aber das war natürlich dann was Wichtiges. Wir haben Fotos aufgehängt gehabt von den Sportlerinnen und Sportlern, wie sie vorher erfolgreich waren. Einfach nur, dass sie sich wohlfühlt, dass aufgehängt positive und so Stimmung schon von vornherein da war. Und das ist immer das Allerwichtigste. Beim Steff beispielsweise vom Hermann Mayer große Noten draufzeichnen? Oder das, bei dem Steff haben wir von Hermann ein Foto rein da ins Zimmer und umgekehrt. Steff, wie hast du das erlebt? Also der Feng Shui-Meister Hans Pum, ist dir das aufgefallen? Nein, also, das hat er dir ja gar nicht gewusst. Das war für den nicht gespürt. Ich hätte eigentlich nachher Trainer werden müssen oder irgendwie ein Fernsehreporter oder sonst irgendein Funktionär, weil die ganzen Geschichten, was da heute erzählt werden, haben wir überhaupt nie erlebt. Wir sind ja um 10 Uhr schlafen. Wir haben da was erlebt. Es war wirklich ein Job, einfach schauen, dass das für uns so angenehm wie möglich ist. Und trotzdem ist jeder Individualist, hat oft das eigenes Zimmer. Wenn zwei gut auskommen, dann teilen die das Zimmer. Ich habe oft ein Einzelzimmer gehabt, hat mir gut gepasst. Aber bist gut ausgekommen mit dir. Ich bin mich sehr gut ausgekommen. Mit dem Alter hat er das dann gekriegt. Ja, nein, Hermann haben sie nicht durchgekriegt. Der hat ja fünf. Das ist auch was gewesen. Fünf Fahrräder hat der Herr mitgebracht ins Zimmer, oder? So war das. Jetzt, sie haben das gut gemacht und weil der Koch angesprochen worden ist, ist es immer gut, wenn man auch hin wieder eine eigene Küche von Österreich bekommt. Denkt an Japan, an Nagano. Ich bin nicht heikel, ist alles, aber wenn du dann in Österreich hast, ein Schnitzel isst, ist das dann schon eine tolle Sache. Oder ich habe nach meinem Olympiasieg drüben in Park City am nächsten Tag über Hanf fliegen müssen, gleich nicht, aber da habe ich nachher auch noch ein Schnitzel gekriegt. Das sind tolle Erlebnisse.